Oder? Nein! Aber wieso ging denn das hier nicht ran? Oha! Hast du mich gerade angequietscht? Ja, ja, vergiss es. Und er will wieder Agent, Agent. Ja, ja. Diese wunderschönen Blumen. Ja, ich kann die bald austauschen. Wenn ich mir das leisten kann, dann werde ich die auch bald austauschen. Du hast halt ein Betten, ne? Okay, sie will die Knarre, wetten? Nee, sie will das Bild. Okay. Nehmen wir. Und du willst die Gitarre? Nee, du willst Tennis spielen? Warum? Ich meine, mach ruhig. Viel Spaß. Haben wir noch was hier drinnen? Nein. Da können wir nur nichts anhängen. Manchmal ist es auch so, dass man einfach nichts anhängen kann, ne? Augenscheinlich. So. Du bist an der Trompete. Du bist der geborene Trompete. Du willst sogar 11 Dollar mehr bezahlen. Mach ruhig, mach ruhig. Und Agent Agent? Nein, ist nicht Agent Agent. Ach. Hast die für Mutti gekauft, die Kommode, oder was? Ja, ja. Ein bisschen haben wir noch, ein bisschen haben wir noch. Oh ja, 9 nehmen wir. Passt zu dem Stil von deinem Auto, was du dir gekauft hast. Aber ist das eine Urne oder ist das eine Blumenvase? Ich weiß es nicht. Also ich würde ja auf eine Urne testen gehen, aber nichts Genaues weiß man. Okay, die Frau, die Waffe, ich weiß nicht. Ach komm. Bevor du mich über den Haufen schießt. Ja, du siehst musikalisch aus für 10 Dollar mehr, genau. Machen wir das. Na, 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 Andrina. Oh, wir haben doch noch was reingetan, ne? Ei, der Daus. Ich glaube, wir machen jetzt gerade komplett das ganze Lager leer. Auch mit Dingen, die wir vorher schon... 15 Dollar mehr? Nehmen wir. Brauchen wir nicht falschen. Da brauchen wir nicht falschen. Können wir noch was? Nein. Okay. Aber wir haben noch irgendwas im Lager. Ich weiß nur nicht was. Du willst die Urne? Ich weiß nicht, wen du begraben willst. Aber für 13 Dollar mehr ist das in Ordnung. Das ist Onkel Hu, der Mann von Tante Mary. Ja. Oh ja, du hast so recht. Oh Mann. Ja, jetzt haben wir wirklich nichts mehr im Lager. Das sind die drei letzten Gegenstände, die wir noch verhökern müssen. Also wir haben ein Minus gemacht, wenn ich das richtig sehe. Wir haben definitiv ein Minus gemacht. Mmh. Oh, er schnurrt so schön. Mmh. Weil die hatten ja auch noch was in der Dings drinne, im Lager drinne. Das war ja nur, weil ich zu blöd war, das rauszuholen. Naja, schauen wir mal. So viel Plus haben wir da dann nicht gemacht, ne? Oh, die, wenn ich die sehe, ne? Gleich ablehnen, du. Gleich ablehnen. Ah, okay. Letztes Teil. Mal sehen, wer sich's holt. Asche schon drin in der Vase als Dünger. 150. Nimm's mit. Ja! So. Dann können wir gleich mal gucken. Wir haben eine neue E-Mail. Oh, wir müssen mal gucken, dass wir verbessern. Jobs. Stier-Event. Haus am See. Hallo Bahnfinders, ich habe einen Job für euch. Ich brauche das Bodenradar, das mein Bruder mir gestohlen hat. Es sollte auf seiner alten Ranch sein. Könnt ihr es für mich auftreiben? Ich bin zu fett und zu faul, um dorthin zu fahren. Ciao. Machen wir demnächst einen Pokerabend?
Okay, mit dem würde ich nicht pokern, ich weiß es nicht. Unten stehen für ihr Pfandhaus. Ah, wir gehen lieber. Und was ist das hier? Lädt euch also Sonderevent, die Bieterkriege. Hier könnt ihr euer Geschick und ein scharfes Auge beweisen. Wir sehen uns im Event. PS, bring unbedingt Geld mit. Einen Haufen Geld. Deine Belohnung wäre Ruhm. Will aber keinen Ruhm. Will Geld. Und der erste, da gibt's auch Geld, ne? Wollen wir das, die Fastfood-Kette oder wollen wir den Ausflug zum See? Was habt ihr, was würdet ihr als erstes machen? Den Ausflug zum See oder Donatello McRonald Geheimnis Big Mico Burgerrezept See? Zum See wollt ihr zuerst. Okay. Also die ersten drei Worte, die ich gelesen habe, vier Worte sind See, fünf See. Okay, Ausflug zum See, Auftrag annehmen, Barnhub. Wir müssen natürlich schon wieder Benzin kaufen, das ist auch eine Frechheit. Otis, ne? War das Otis? War das Otis? Ich weiß das mal nicht. Ach, Menno. Ja, Otis, Barnhub, hierhin. Wir brauchen Dietrich, hab ich jetzt. Guck dir das mal an, das kostet so viel Zeug, ne? Kein E-Auto, leider. Echt? Ach, komm schon. Okay, einmal kotzen aus dem Fenster, bitte. Ich schub's den so doll an, dass er Überschlag macht, auf jeden Fall. Oh je, da war was. Ich versuche in meinem Kopf zu kramen. Eieiei, da war was. Eieiei. Oh, das Ranch, wahres amerikanisches Erbe. Otis, der wilde Kerl, der ist ständig am Buddeln. Der hat wie besessen gegraben, bis er tot war. Ich kotz gleich. Das war jetzt rückwärts, ne? Geht das auch vorwärts? Geht's auch vorwärts? Komm schon. Nein. Komm schon. Mach ich doch. Ey. Schrei doch nicht so. Der schaukelt ein bisschen und schreit wie so ein Bekloppter. Ach komm schon. So. Das Erste, was wir natürlich machen, wenn wir an so einen Ort kommen, wir gucken in die Mülltonne. Das ist ja klar. Vorwärts kotzen ist ungünstig. Meinst du, rückwärts macht's besser beim Überschlag? So, dann gucken wir gleich mal. Ob wir hier was zum Graben finden. Schäufelchen raus. Hier sieht's nicht danach aus. Aber wenn sie schon sagt, wegen Graben und so weiter, dann müssen wir uns das schon mal ein bisschen genauer angucken, wenn er hier irgendwas verbuddelt hat. Mach mal dein Lichtlein an, sonst sehen wir hier nichts.
Ich glaube, das war eins von diesen Fotos, ne, die da auf der Wand waren, auf der Tafel. Aber nichts Genaues weiß man. Warte mal, Irk. Nee, war nur ein Licht. War nur ein Lichtlein. Oha. Wie schon. Oh, Hund, hast du mich gerade erschreckt. Ey, das aus. Mir schwant Böses, wenn man hier hinten hingeht. Das kann man mitnehmen. Nee, komme ich nicht durch. Okay. Hätte ja sein können. Hätte ja sein können. Hier graben. Nö. Okay. Ich wollte es nur mal probiert haben. Ich würde drinnen anfangen. Ja. Okay. Schlüssel haben wir nicht. Hier sind lauter Löcher. Etwas blockiert diese Tür. Sehr schön. Ja, dann wollen wir mal, ne? Würde ich sagen. Vielleicht ist der Schlüssel unter diesem Teppich. Ja, ja, bleib mal ganz ruhig. Tu mich doch nicht hetzen. Da ist der Schlüssel. Siehste. Auf geht's. Ist überhaupt nicht unheimlich oder sowas. Obwohl es geht, ne? Wenn uns nicht gerade irgendeine Maske rausspringt. Hier gibt es keinen Schanz, sonst wäre das Foto links angepinnt. Okay. So, wer hat sich hier versteckt? Oh, die Tastatur. Wie kam den Computer fertig? Wir haben den Computer fertig. Okay. Den nehmen wir mit, den können wir verkaufen. Oh. Die nehmen wir auch mit, die können wir auch verkaufen. Was ist mit der Lampe an der Wand? Nix, ne? Schrank. Nö. Das können wir zerkloppen. So, Küche. Das können wir verkaufen. Nimm doch. Wir müssen aus allem Geld machen. Wenn man sich so überlegt, 250 die Fahrt hierher. Da muss doch tatsächlich mal was rumkommen, oder? Komm schon. Irgendwas. Oh, die Teller gleich aus dem Schrank rausverkauft. Ganz schön cool, oder? Oh. Möchte jemand eine alte Konserve oder ein altes Bier? Ich hätte da was zu verkaufen. Oder hier, was ist das Riegelchen? Das geht schon. Das machen wir gleich kaputt. Haben wir hier noch was an der Wand? Die Uhr hängt an der Wand, macht Tick-Tack und wenn es runterfällt, ist die Uhr kaputt. Oh, weia, was ist das hier? Können wir das? Oh! Das Geweih auch? Nein, das Geweih leider nicht. Okay. Kronleuchter? Nein. Oh, drei Stück und ich kann die nicht mitnehmen. Oh, ein Ding, ja. Oh. Wer hatte noch mal hier geschrien bei dem Bier? Oh. Gut. Ach, Badezimmer bestimmt, ja. Oh, Waschküche. Oh, die machen wir heil. Also, Klopapier fehlt auch hier.
Okay, warte, Beilchen raus. Noch zerstören wir nicht alles, das machen wir gleich im Nachgang. Oh, das sind diese Sammelkartendinger, ne? Ja. So, dich verkaufen wir. Das geht alles kaputt. Oh, Dietrich, okay. Grün. Das war ja einfach. Das war ja einfach. Das war ja easy going. Kiste unter der Treppe, werden wir gleich gucken. Na, wer kommt denn da mit dem Schlüssel um die Ecke? Hm? Nice. Verkaufen wir. Oh, diese Spinnenweben, ne? Eieiei. Wände angucken. Das Bett können wir gleich zerstören. Hier noch was hinter? Nee, ne? So, ich würde sagen, dann lassen wir hier oben schon mal rohe Kräfte sinnlos walten. Also das Toilettenpapier habe ich noch nicht gefunden. Aber wir haben, glaube ich, auch, wenn ich mich nicht irre, noch das Bootshaus. Nicht das Gehbootshaus, sondern das Bootshaus. Das haben wir auch noch. Ende alles angeguckt. Sehr schön, sehr schön. Guck mal, aus den Lampen könnte man echt was tun, ne? Guck mal. So. Die Hälfte der Gegenstände haben wir. Oha. Okay, warte. Der, dann der und dann der. Easy! Easy! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber das Rezept haben wir auch immer noch nicht gefunden, ne? Das wird nicht weniger, der Balken da oben, ne? Irgendwie wird er nicht weniger. Da müssen wir ja draußen noch jede Menge finden. Teppich? Nein. Irgendwas blockiert von innen. Wo war denn die Tür? Das war doch hier, wo wir waren, oder nicht? Blockierte Tür. Ja. Lass mal blockieren. Da war nichts drin. Hier konnten wir auch nichts weiter zerstören, ne? Nee. Okay. Keller hat's auch noch, bist du sicher? Hat doch kein Keller. Nein, kein Keller. Das wäre ja unter Wasser. Das wäre unter Wasser. So, ich würde sagen, hier drinne sind wir erstmal raus. Stimmt, da hinten. Ja, die Schlüssel habe ich doch mitgenommen, natürlich. Ja, natürlich, ihr seid natürlich. Ihr seid die Schlauen. Mensch, natürlich. Die Schlüssel waren dafür nicht. Der Keller ist... ja, der Keller ist unter Wasser. Nö. Nö. Will ich nicht.
Da ist Strom drinne. Der macht Aua. Etwas blockiert diese Tür. Natürlich blockiert irgendwas diese Tür. War ja klar. Dann gehen wir von hier rein. Ist auch nicht viel besser, oder? Okay, da klingelt auf jeden Fall was. Das habe ich schon gesehen. Ah, da kommen wir gleich hoch. Warte mal, lass mich mal einmal hier durch. So, zack. Okay. Sowas nennt man Alien. Deswegen der Titel zwischen Alien und goldenem Klopapier. Wenn wir eine Kiste mitnehmen, okay. Oh, ich habe Benzin gefunden. Oh, ich habe Benzin gefunden. Sehr geil. Hier ist bestimmt noch irgendwas hinter, oder? Wenn ich eine Kiste mitnehme, warte mal, ich mache jetzt erstmal diesen Tisch hier kaputt. Wie kann man diese Tür nämlich aufmachen? Dieses Alien, ne? Nein. Wollen wir? Brauchen wir einen Trip? Wollen wir auf einen Trip gehen? Ach, komm schon. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. oh Gott. Hilfe. Ja. Den Trip haben wir mitgenommen. Das war Otis. Ja, war Otis. Vergangenheitsform. Das Problem ist, ach doch, können wir eigentlich. Du, aber ich habe jetzt nur noch hier diese Kisten. Mehr Kisten habe ich nicht mehr, ne? Mal gucken, ob wir da eine mitnehmen können. Leg mal das Beilchen aus der Hand. Aha. Natürlich. La 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 la. Oh Gott. Ich hab's geschafft! Aha. Ah, was ist das? Nein. Das nehmen wir mit. Das sagen wir gleich. Ah, herrlich. Wer hier? Bamp. Aber wir haben noch lange. Aber bewegt sich dieser Balken überhaupt mal? Ich meine nur, ganz ehrlich, ne? Aber gib mir die Teile jetzt hier. Denn nicht.
Ich will die Teile da hinten haben. Ja. Okay, mehr ist in diesem Keller tatsächlich nicht zu finden, glaube ich. Das war jetzt nicht so lohnenswert, oder? Wir lassen die Kisten mal hier, für den Fall der Fälle. Also. Wir haben noch nicht alles gefunden. Wir müssen mal da unten zu dem Dude gehen, der da unten steht. Weil irgendwas muss uns ja noch entfleucht sein, ne? Was wollt ihr denn euch machen?